Hallo zum neuen TechWord Review. Heute Aoki 1080p Webcam. Aber bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch das Video zu liken, falls es euch gefällt. Wir schauen auf den Packungsinhalt, auf die technischen Spezifikationen, dann machen wir ein paar Bild- und Video- und Tonvergleiche und danach noch das Resümee. Packungsinhalt. In der einfach gehaltenen Verpackung ist drin die Webcam und eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Technische Spezifikationen der Webcam. Wir haben verbaut einen 1 zu 2,9 Zoll Bildsensor, der mit 2 Megapixeln auflöst und eine 1080p Aufnahme in Video zulässt, das allerdings nur in 30 Frames pro Sekunde. Videoformate, die unterstützt werden, ist MPEG und YUF. Kompatibel ist die Webcam mit Windows XP aufwärts, Android 5.0 aufwärts und auch macOS. Die Kamera hat einen festen Fokus, das heißt eine feste Brennweite. Das bedeutet, wir haben 0,3 bis 5 Meter, die angegeben sind, in der die Kamera den festen Fokus hat. Und das Objektiv hat ein Weitwinkelobjektiv mit 80 Grad Breite. Das ist sehr, sehr viel. Sehen wir auch später in den Videos. Und es sind verbaut 2 Mikrofone für die Stereoaufnahme, die auch eine gewisse Rauschunterdrückung bieten. Das Kabel selber von der Webcam ist 1,8 Meter lang und mündet in ein normales USB-Kabel. Schauen wir uns mal die Befestigungsmöglichkeiten der Kamera an. Zuallererst, unten dran ist ein Halter verbaut, den man ausklappen kann und eben sehr schön auf einen Monitor montieren kann. Und auch da hält die Webcam sehr schön und sehr fest. Des Weiteren ist die Webcam hier oben bis 360 Grad drehbar, nachdem das Kabel einfach hinten angebracht ist. Und es befindet sich auch unten an dem Halter eine Aufnahme für ein Stativ. Und man kann die Kamera auch sehr einfach zusammenklappen, den Halter hier und hier ganz normal auf den Tisch, Boden oder wo auch immer hinstellen. Und es gibt hier vorne eine Status-LED, die angeht, sobald die Kamera aktiv ist und das Bild sozusagen streamt. Software wird keine mit der Kamera mitgeliefert, braucht man auch erstmal nicht, denn die Kamera wird automatisch vom Betriebssystem erkannt und die Treiber werden standardmäßig auch nachgeladen. Das heißt also, es ist wirklich Plug and Play. Man muss noch dazu sagen, die Kamera hat keinen Schieber oben vor der Linse, wo man eben die Linse abdecken kann, um eben hier die Privatsphäre zu sichern. Das Einzige ist eben die LED, die eben zeigt, wenn die Kamera aktiv ist und streamt, ist der einzigste Indikator hier, ob man dem vertraut oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall, es gibt keinen Hardware-Schieber, der eben das unterbinden kann. So, wie ist jetzt die Bildqualität? Wir schauen uns jetzt verschiedene Aufnahmen, die ich auf meinem Laptop aufgenommen habe, an. Zuallererst schauen wir auf die Bildqualität ganz normal bei Sonnenschein außen und das heißt Tageslicht ohne externes Licht, aber mit der Tonaufnahme über ein externes Mikrofon. Und dies ist der Ton über eine externe Quelle, das heißt ein externes Mikrofon, Bild über Aoki, aber über ein externes Mikrofon der Ton aufgenommen. Dann im Vergleich mit einer alten eingebauten 720p Laptop integrierten Kamera. Ja, und das ist die 720p Kamera im Laptop eingebaut als Vergleich. Und eine 720p externe Microsoft HD 3000 Kamera direkt im Vergleich. Ja, und das ist die Videoqualität mit meiner alten Videokamera, die LD 3000 von Microsoft. Und dann noch im Vergleich, draußen dunkel, kein Licht im Zimmer an. Es ist trotzdem relativ gute Qualität, wie man jetzt gleich sehen wird. So, also jetzt im dunklen Zustand, das heißt außen 17 Uhr im Winter, nicht mehr allzu hell draußen,
wenig Licht von außen und wenig Licht im Zimmer. Und dann noch das Mikrofon im Test. Man hört einen direkten Unterschied zu dem normalen externen Mikrofon, das ich verwendet habe. Dies ist ein Test mit dem integrierten Mikrofon der Aukey Webcam und auch das Video ist über die Aukey. Draußen ist es relativ hell, Fenster ist gleich daneben. Das ist die Qualität der Aukey generell. Und hier noch ein Vergleich, wie das Bild der Webcam in einem Teams-Meeting rüberkommt beim Gegenüber. Ihr habt also gesehen, Kontrast und Farben sind eher schwach, aber ein signifikanter Upgrade von einer integrierten Laptop-Webcam oder auch einer alten Webcam, wie ich sie euch jetzt eben auch im Vergleich gezeigt habe. Auch bei Dunkelheit ist die Kamera durchaus noch brauchbar und zeigt noch genügend Detailschärfe und Detailtiefe. Natürlich geht es auf Kosten auch der Sättigung und auch des Kontrastes. Was ist also jetzt das Fazit? Wer eine günstige, aber gute 1080p Webcam mit eingebautem Stereomikrofon sucht, bekommt mit der Aukey 1080p eine durchaus gute Videoqualität und einen guten bis befriedigenden Klang. Auf der positiven Seite kann man jetzt den Preis und die Qualität des Bildes bei wenig Licht hinzurechnen. Auch die einfache Anbringung und Installation ist auch positiv zu bewerten. Negativ fallen ins Gewicht die geringere Bildschärfe und auch die sehr in den Blau Stich gehenden Farben oder Farbwiedergabe der Webcam, aber auch die mittelmäßige Soundqualität der Stereomikrofone, die in der Webcam eingebaut sind. Wer also hier einen günstigen und gutes Upgrade für eine eingebaute Webcam in den Laptop zum Beispiel sucht, ist mit der Aukey durchaus gut bedient und erhält auch eine gute bis befriedigende Bild- und Tonqualität. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da oder abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.